Nur ich glaube, ich wäre blöd, wenn ich es nicht machen würde. Wenn es halt nicht klappt, dann wird er halt verkauft. Na, dann haben wir jetzt ein bisschen Kohle. Der ist jetzt schon eine 3/4 Million wert. Nehmen wir natürlich mit. Ist dann ja auch mal wieder Name für die Jugendspielerliste und da freut sich halt jeder drüber. Deswegen blicken wir da drüber weg. Vasiljevic müssen wir natürlich loben. 76 mit 18. Super, letztes Spiel. 5 Moralpunkte nochmal oben drauf. Dragesa wird dann ausgeliehen. Das wird dann, glaube ich, der fünfte Spieler sein. Wir hatten doch noch einen, oder was? Ja, genau, Jormas. Das ist dann der vierte. Und Yannick Dragesa ist dann der fünfte. Es werden vielleicht noch ein paar nachkommen. Das hängt davon ab, wie sich die Jungs jetzt noch entwickeln in der zweiten Mannschaft. Stichwort zweite Mannschaft. Gerade mal das Ganze sortieren. Der darf ja nicht spielen hier in der nächsten Partie. Silvio Max mit einer 72. Heftig, heftig. Also Danzeisen ist so eine Personalfrage. Mit einer 68 eventuell auch sagen, ausleihen. Na, dann wären die beide weg. Dann müsste Shahin Aslan zusammen mit Daniel Fran spielen. Möglicherweise könnten wir dann den nächsten hochziehen. Das ist hier nicht in der A-Jugend. Die haben keinen Stürmer mehr. Aber hier, Renko Heidegger. Das wäre ein Typ, wo ich sagen würde, der müsste unbedingt so schnell wie möglich dann Spielpraxis haben. Die könnte er bekommen, dann zusammen mit Shahin Aslan und dann eben Daniel Fran als Dritter, der hinten dran steht. Ich probiere das mal. Mit der Vertragsverhandlung 500.000, das passt mir gerade so. Aktuelle Saison, zweite Mannschaft. Ich hätte ganz gerne 3 Jahre, weil das ist ein super Talent, mit 16 diese Stärke zu haben. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich werde es jetzt bei Danzeisen auch schon anleihen, weil das kann auch funktionieren. Zweite Liga locker. Das ist ja das Schöne, wenn du siehst, dass eben die Spieler hier in deiner B-Mannschaft in der dritten Liga sich sehr gut entwickeln und das Niveau dann eben auch früh erreichen, dann kannst du natürlich auch sagen, eigentlich früher als geplant, hier ist da irgendjemand interessiert, ich habe einen Top-Spieler für euch. Der Nachteil ist natürlich immer, das kannst du eben nicht wirklich garantieren, dass die Spieler auch spielen. Man muss halt einfach dann schauen, dass man einen Verein sucht, wo die Voraussetzungen am besten sind. Vertrag, Spieler anbieten. Bundesliga sind wir uns einig, das ist zu früh, da ist glaube ich auch kein Verein vorhanden. Bei Kaiserslautern, er würde wahrscheinlich spielen anstelle von Lasogga. Ansonsten haben die ja nichts. Da ist hier unten der Daniel Hammel, dem haben sie der Hammelbeine lang gezogen. Na, so demütig, wie der da steht, mit 25 Jahren 60. Richard Sukutupaso mit einer 57, ist auch schon 27. Dann könnte der Bundesliga spielen. Er würde natürlich da die meiste Erfahrung machen und ich glaube auch am meisten lernen, weil die Gegner eben besser sind. Nur wenn der ständig verliert und dann die Form im Keller ist, weiß ich nicht. Das finde ich nicht so pralle. Man könnte jetzt sagen, auch nach Düsseldorf. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an, wo hier die besten Stürmer sind. Der hier, Eugenio Isnaldo mit 23 Jahren, eine 65. Den Ilas Bebu hat auch eine 65. Möglicherweise könnte man das auch hier probieren mit Fortuna. Zur Laie, ohne Kaufoption, ganz wichtig. Weil das haben sie ja eben gesehen, das ist eine Top-Mannschaft. Die stehen auf der 2, auch wenn sie da verloren haben am letzten Spieltag. So, Sven Danzeisen könnte der Zweite sein, der nach Düsseldorf geht. Das ist dann so eine inoffizielle Zweitmannschaft, Zweigstelle von uns. Ich hoffe, dass das dann klappt, weil Shahin Aslan mit einer 62... Das könnte funktionieren. Wir sind, und das war wichtig für mich zu sehen in der zweiten Mannschaft, in der dritten Liga, kein Abstiegskandidat, also nicht in Gefahr. Dann kannst du so ein bisschen jonglieren. Gleiches gilt für Janel, den ich hochziehen könnte. Jetzt dann, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen und dafür sagen, dass das Wähler spielen soll mit einer 60. Dass der jetzt so lange in die erste kommt, das könnte funktionieren bis zum 1. Januar. 4 Wochen, 1.1. passt. Wie die Faust aufs Auge. So, dann ist er jetzt 4 Wochen oben. Dann, ja, stellt es so hin. Aber zumindest ist Zwela jetzt auf der Bank. Was auch schon mal schön ist. Das ist dann eher der Kandidat, der jetzt hier mitkommen wird, anstelle von Kimmich. Weil das ist richtig. Natürlich, Kimmich geht. Dann doch lieber den Jungen fördern, der uns gehört. Ne, der bleiben wird, den wir aufbauen wollen. Der mit 19 Jahren gerade in der Schwelle steht. Ziele weit weg, bla bla bla. Wir nehmen das mal mit, dass es einfach ein bisschen positiv wird für ihn. Moral ist super. Das ist eine +2. Ne? Die Form muss ein bisschen besser werden. Aber das bekommen wir auch noch hin. So, jetzt muss ich überlegen. 10 bei Gnabry. 10 bei Volland. Volland ist ein bisschen müder, aber
Holland hat Standardqualität. Und deswegen kommt er mit. Wir sortieren nochmal die Aufgaben, müssen natürlich beim Kapitän dann wieder Abstriche machen, dass Geist nach oben kommt und ich denke dann Volland vor Jonas setzen. Ist einfach am sinnvollsten, wie ich finde. So. Müssen wir natürlich auch dann wieder die Mannschaft reinstellen. Von der Torwart wird ja sehr gern vergessen, das habe ich auch schon alles gebracht. Haben wir noch nichts gesehen, was es nicht gibt. Sirre, ja, wir hatten eine 78. Ich denke mal, dann machen wir das lieber so. Kämpf natürlich wieder rein. Timo für Weihrauch. Ah, das ist das, was ich meine. Ne? Der Weihrauch, der ist eigentlich der verlässlichste von allen. Ne? Du wechselst du einen, der macht ein Tor. Das haben wir selbst bei Jochen Seitz oft nicht gesehen. Bei Waldschmidt in der kurzen Zeit, wo er da ist, ab und zu schon. Aber auch nicht immer. Nur bei Weihrauch habe ich eigentlich das positivste Gefühl von allen. Obwohl er von der Stärke her da nicht mehr mitkommt. Ist einfach so. Ne? Die haben, der hat dann 82, 81 bei Waldschmidt, 86 Timo Werner. Das ist mit Abstand der vierte Stürmer. Aber es ist schön, dass wir einen haben, weil der meckert auch nicht rum. Der stinkt dann da nicht und fordert, dass er spielt. Das haben wir doch, glaube ich, auch bei den Einstellungen gemacht. So. Janel in die erste verschoben haben wir. Was auch noch genannt wurde, kann ich drauf eingehen, Kommentar. Trainier doch Engelke aufs defensive Mittelfeld. Habe ich mir überlegt, man kann es ja mal gucken. Man kann ja mal gucken, wie es wird. Aber der Plan ist damit schon zunichte. Guck mal hier, defensiver Mittelfeldspieler 85. Das heißt, der wird dann vielleicht da eine... Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich nach Punkten gerechnet ist. Das heißt, wenn die 86 100% wäre und die 85, das heißt 15 runter. Das wäre dann eine 71. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Das ist wirklich dann verschwendet, denke ich. Der soll sich auch auf seiner Originalposition weiterentwickeln. Und wenn er dann auf einer komplett falschen Baustelle unterwegs ist, das bringt ja eigentlich keinem so richtig was, wie ich finde. So, was kann der denn sonst noch? Oder muss der können? Lange Pässe, kurzer Pass auf 92, ey. Ich bin jedes Mal wieder fasziniert. Schnelligkeit 88, Beweglichkeit 83. Die Robustheit, Sprungkraft. Das ist dann schon wirklich was anderes. Als wenn dann Sirre steht, natürlich. Kempf ist ja ein ähnliches Kaliber. So, sind wir das auch abgearbeitet. Seht ihr ein, oder? Das seht ihr, glaube ich, ein, dass das keinen Sinn machen würde. Und wir haben ja Strodig. Strodig ist jetzt die Nummer 1. Geist wird wiederkommen. Und dann steht eben André Janel als dritter Mann dahinter, den wir auch einsetzen können. Das Positive ist ja, dass wir da nur eine Position brauchen. Ne? Wenn einer 6 spielt, dann reichen da eben eigentlich 2 Spieler und der dritte auf Abruf. Das ist ja das Schöne, dass wir da in der zweiten Mannschaft in der Jugend eben die Leute haben. Der 4. Dezember, das heißt, ihr kennt es, wir werden mal wieder hier die Dinge anpassen. So, Marktwert, Marktwert. Zack, zack, zack. So, nicht zu viel, dass es downverkäufig werden würde. Nee, ist alles bestens. So, hier auch. Und dann wird es hier mal nach oben gezogen. Wen haben wir denn jetzt hier unverkäufig? Toljan, Engelke. Ja, das passt mir nicht so wirklich. Die Stärke. Gucken wir wieder so. Dann haben wir es doch im Prinzip. Ja, nur Afdiyai, da müssen wir gucken, wo ist der? Da unten. Fangen wir mit dem an, dann habe ich es leichter. Nee, nicht Trainingsziele. Wir mussten dahin. So, unverkäuflich. Das ist die Nummer 1. Auf unserer Liste. Der zweite ist natürlich Lukas Engelke. Und der dritte natürlich, klar, das ist der Mann, der das erste Bundesliga-Tor erzielt hat für uns in Leverkusen. Ne, nicht in Leverkusen, gegen Schalke. Gegen Schalke war das. Timo Werner, da habt ihr gefordert mit Nachdruck, dass der auch da in die Ruhmeshalle soll. Und das habe ich dann natürlich auch dann gleich in Angriff genommen. Oder beziehungsweise ich will es. Wir haben noch einen Platz frei und dank euch weiß ich auch, dass die Dinger hier hinten jetzt auch mittlerweile machbar scheinen. Also ich werde, glaube ich, mal die Spieler, die nicht mehr bei uns spielen, die werden wir mal hier hinten verteilen. Oder vielleicht auch so. Ne, dass die Spieler sind, die in der... was? Wieso ist... Das wundert mich gerade ein bisschen. Warum ist der jetzt hier zweimal? So, warte mal. Wie sieht's aus? Ist ja... Aha. Das muss mir jetzt mal einer erklären, warum war der zweimal da? Fran, der bleibt hier vorne stehen, würde ich sagen. Matuschka bleibt auch hier vorne stehen, tun wir da mal hier hin. Steffen Lang, das könnte man sagen, die Spieler, die Einfluss hatten bei uns, die aber noch aktiv sind, aber woanders, die kommen hier hin. Und Matuschka kommt dann dementsprechend auch hier hinten auf die Rückseite. So. Oder anders, ne, dass du sagst, die verdienten Spieler kommen hier hin, die nicht mehr aktiv sind. Also Matuschka ist ja nicht mehr aktiv, der hat ja aufgehört, die anderen spielen noch, dass die da hinten hinkommen.
Dann haben wir vielleicht hier auf die zweite Seite und hinten dann eben... Ja, egal. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Wir werden ja sowieso demnächst dann mit Pausen mit Kimmich noch zwei bekommen, die dann auch einen Platz haben müssen. Schauen wir mal drauf. Fans verärgert, was ist los? Ach komm hier, 70 Jahre alt. Dieser Schnüssel vom Baumaler von YouTube weiß gar nicht, was er da getan hat. Aber so ist es eben heute. Er ist doch noch da. Was kann ich dafür, wenn er zweimal drin ist? Mensch. Der ist doch noch drin. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt negative Folgen hatte. Warte mal, gerade Fans. Nö. Nö. Ja, hier, das haben wir natürlich nicht geschafft. Gegen wen? Wiesbaden? 96%. 96% heftig. Ich glaube, wir können mal ein bisschen vorgehen. Jonas, 3,8. Also der möchte ein bisschen was mehr. Ich kann ja hier mit dem Handgeld wedeln. Vielleicht so, dass es dann noch gelb bleibt. So, warte mal, das kann man ja schön sehen. Sieht es wieder so aus, als ob wir hier... Aha, okay, also wir gehen einfach 450, dann passt es. Vielleicht 3,9. Das ist jetzt das vorletzte Wort. Und ich hoffe, dass der das unterschreiben wird. Danseisen Düsseldorf. Also gleiche Summe wie bei Tragesa. Also wir bezahlen dann insgesamt 100.000 an uns und haben zwei verlässliche Spieler, die dann auch dazu führen sollen, dass der Aufstieg gelingt. Ja, von mir aus kann der hier, na gut, wenn ich das mache, dann muss ich Angebot abgeben machen, deswegen unterzeichnen wir das einfach. Unterzeichnen wir das und dann passt das auch. Hannover hat Interesse geäußert, Mats Schumann kaufen zu wollen, 1,5 Millionen. Wir verhandeln. Grosdanić schon wieder auf Transferliste. Jonas hat unterschrieben, also auch das ist jetzt in trockenen Tüchern sehr, sehr schön. Danseisen ausgeliehen, Klein würde sehr gerne Nationalspieler werden. Was eher normalerweise schon sein müsste, wenn man nur auf die Stärke guckt. Kaderanalyse beendet. Das gucken wir uns doch gerade mal an. Also im Tor, da scheint es ein kleines Problem zu geben, was die Position nach Jonas angeht. Aber es ist auch klar, das ist natürlich ein Riesenunterschied. 67 zu 80. Dann im defensiven Mittelfeld genau das gleiche. Obwohl, da kann ich es nicht verstehen. Da kann ich es echt nicht verstehen, weil das sind im Prinzip momentan, ja genau, eine 71. Also stimmt es. Was unten an Punkten steht, Differenz zu oben, zur reinen Stärke, das, macht dann die Position aus, die man nicht sehen kann. Ne, was ich sagen wollte, drei Spieler, die wirklich fest auf der Position unterwegs sind, plus den vierten, der da spielen könnte, mit einer 71, warum das hier gelb angezeigt wird. Links, Volland, Vasiljevic, Sendera könnte auch da spielen, Antonio mit einer 71, Gnabry. Und ja, hier sieht super aus und das Prunkstück ist das offensive Mittelfeld und natürlich der Sturm plus Innenverteidigung. Ohne Perspektive, Kimmich, Weihrauch. Ja, er sieht Weihrauch noch in dieser Riege. Das sehe ich anders, weil für mich ist er halt der perfekte vierte Stürmer. Ich habe es ja versucht eben zu erklären. Großes Potenzial, Stöcker, Janel, na, die haben wir ja hochgezogen. Und Vertragsverlängerungen sollen erfolgen. Seiner Meinung nach Kevin Volland, Dominik Jordan, Steven Sama. Da können wir gerade nochmal gucken, wo er das anspricht. Wer denn hier noch muss? Dominik Jordan, das ist tolle Leistung abgeliefert. Deswegen eher... Hat sich das jetzt auch verdient. Höchstens 3 Jahre, das finde ich super, dann kann ich mich hier 2 machen. So. Auf jeden Fall einige Male spielen. In der Regel spielen, ist jetzt die Frage, ne? Kann man, glaube ich, machen. Hier ein bisschen was. Wir haben mal gesehen, was das ausmachen kann. Na gut, 2 Millionen ist ein bisschen viel. Ich glaube, 400 noch irgendwas hat der Jonas bekommen. Dann machen wir hier 400. Dann sind wir genau drauf. Jetzt ist eben die Frage, ihr habt gerade gesehen, das war sehr, sehr hoch. Ablösefreier Abstieg, hier nehmen wir die 100%. Wenn man den internationalen Wettbewerb verfehlen würde, hier nehmen wir das mal rein, das weg. Hier die 3%, hier die 10. Das hattet ihr auch alles schon drin gehabt vorher. Ich glaube, wir machen hier 2000. So, 2000. Sehr gut. Und jetzt müssen wir natürlich hier runterkommen. Wir können sogar sehr, sehr weit runterkommen. Ich denke, das ist okay, wenn der 3,5 bekommt. Wenn wir damit mal anfangen, sollte eigentlich kein Problem sein. Und dann wäre das der nächste. Dann wäre das das nächste Bausteinchen, was wir hier vermelden könnten. Ich muss in der Jugend noch umbenennen, natürlich. Den ersten, den habe ich noch von der letzten Folge. Das ist der, ja, der Liguris, das ist der, der jetzt gleich kommen wird. Und vorher, da hatten wir doch noch, der müsste doch eigentlich hier irgendwo sein. Kann ich das noch sehen hier? Das ist das. Felix Hermsen, genau, das ist der, der 16. Der müsste in der A-Jugend eigentlich sein. Und je nachdem, also das Geburtsdatum. Dann werden wir das doch mal machen. Also der Vorname, der lautet
Tobias. Also für alle die, die sich jetzt schon mal freuen. Nachname fängt mit B an. Ich habe mir das so aufgeschrieben. Ich denke mal, das wird einfach nur Bäcker ausgesprochen. Wenn das von der Schreibweise nicht passen sollte, einfach meckern, dann wird's geändert. Also das ist das nächste Top-Talent auf der rechten Verteidigerseite. Der könnte uns aus nächstes Jahr schon dann ein bisschen genauer über den Weg laufen. Wo haben wir den denn hier? Hier ist er nicht, also ist er doch in der B-Jugend gewesen, ne? Genau hier, habe ich nicht gesehen. So, Liguris, der Ersatztorwart. 16,58, der geht aber auch hoch, genauso wie Aulkemeier. Also das sind zwei fast gleich starke Torhüter, die wir da haben. So, der Kollege wird mit L anfangen. Luis ist der Vorname. Wir haben letztens einen vergeben, der hieß Möller. Oder war der Vorname anders jetzt? Müller. Also Luis Müller ist der Neue da im Tor. Der mit den vier sehr, sehr aussagekräftigen Charaktereigenschaften, die so toll einfach sind. Ich hoffe, dass das nicht unbedingt so durchkommt bei ihm. Ja, und dann haben wir das wieder. Also Liste wird kleiner, sie ist natürlich immer noch sehr, sehr lang, wie ihr wisst. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass wir das hier so hinbekommen. Sie ist ja noch nicht vom Tisch, also die Geschichte mit dem zweiten Let's Play. Wenn das wirklich mit einem eigenen Verein durchgehen sollte, wenn wir uns einen eigenen Verein gründen sollten, dann könnte ich das so machen, dass alle die, die jetzt hinten dran stehen, auf der Liste, dass man die dort einsetzt. Und dass man damit beginnt, wirklich mit einem Verein, der nur aus Jugendspielern besteht. Das wäre absolut machbar. Wir müssten mal schauen, wie das aussieht. Bezüglich dieser Geschichte. Naja, worauf ich hinaus wollte. Stichwort Community, Stichwort Kommentare. Es tut mir immer sehr, sehr leid, wenn dann mir jemand schreibt und mir sagt, dass ich den Kommentar nicht beachtet habe oder zwei Kommentare nicht beachtet habe. Ihr müsst wissen, das ist alles nicht böswillig. Wo komme ich denn da hin? Auf gar keinen Fall, natürlich. Aber ich muss einfach sagen, mittlerweile, das ist schon sehr viel geworden, was dann tagtäglich hier eintrudelt an Kommentaren, an Anregungen. Und das finde ich sehr, sehr geil. Aber man kann eben leider Gottes nicht alles einbauen, das ist so. Und nicht alles kommentieren, weil dann muss ich, glaube ich, zwei Let's Play nebeneinander machen. Einmal das Spielen selber und dann noch irgendwie eine Audiospur, die kompletten Geschichten, die in dieser Folge passieren. Oder drumherum, was eben nicht reingepasst ist, da aufgreifen. Das ist aber leider Gottes nicht möglich. Also da bitte nicht traurig sein oder sonst irgendwie, wenn das nicht funktioniert. Das war eben auch ein Stichwort jetzt mit dem Spitznamen von Patrick Weihrauch. Da habe ich auch Vorschläge bekommen und habe mich dann aber für einen entschieden, den ich selber sehr, sehr gut fand. Das war jetzt dann The King. Das ist jetzt sein Spitzname geworden. Und die Vorschläge, die jetzt nicht reingekommen sind. Das heißt ja nicht, dass ich die scheiße finde oder sonst irgendwas. Ich bin sehr, sehr dankbar für solche Anregungen. Aber man kann eben leider Gottes dann nicht alles einbauen. Es würde dann höchstens so funktionieren, wenn ich jede Woche den Namen ändern würde. Aber das ist dann auch irgendwo nicht wirklich erstrebenswert. Ich glaube, das leuchtet ein. Wir müssen uns jetzt auf Amsterdam vorbereiten. Dürfen da natürlich mit der stärksten Mannschaft auflaufen. Die wichtigsten Personalien, die haben wir ja schonen können. Es ist mal wieder top gelaufen, ne, in der Bundesliga. Ne, die Meisterschaft, die ist nach wie vor natürlich nicht entschieden. Ne, wir haben ja noch nicht mal die Hinrunde fertig. Aber die haben wieder alle für uns gespielt. Schalke, die hinter uns waren, die haben verloren. Und Bayern hat zwar gewonnen, aber die waren ja nicht direkt hinter uns. Die haben dann jetzt zwei Punkte gewonnen. Aber es sind immer noch wahnsinnig viele. Ich glaube, 9 waren das eben. So dass man das wirklich als Erfolg buchen kann. Und jetzt mit ausgeruhten Spielern, Top-Spielern, die Top-11, die glaube ich wieder die 900 kratzen wird, gegen Ajax, die das ganze Ding anführen. Die haben in 5 Spielen 4 Tore geschossen, aber jetzt 3 kassiert. Bei uns das komplette Gegenteil, 12 geschossen, 10 kassiert. Und eben auch gegen Ajax das Hinspiel verloren. Um es nochmal aufzufrischen, das war das hier. 1-2 nach 1-0 Führung. Danach war man zu blöd, das zweite Tor zu machen und die Jungs aus Amsterdam, die haben das ganz, ganz arg bestraft. Und es war dann letztendlich auch nicht unverdient, dieser Sieg. Ich habe mir überlegt, wir machen diese Geschichte, glaube ich, im Textmodus. Und werden das andere Spiel, was wir hier oben sehen, FC Sevilla gegen die Tottenham Hotspur, dann als Konferenzschaltung parallel laufen lassen. Also wie wir das kennen aus der Bundesliga,
vergangene Saison, 33. und 34. Spieltag, als es ja gegen die Bayern ging im Meisterschaftskampf. Da haben wir es nicht geschafft. Ich würde mir wünschen, dass es heute klappt mit Lewandowski auf dem Feld für Tottenham. Wäre ganz schön, wenn die nicht gewinnen würden. Wenn Tottenham unentschieden spielt, sind wir durch. Da kann passieren, was will. Dann hätten wir das gepackt. Ganz egal, wie es ausgeht gegen Ajax. Ne, man kann sich hier die Gruppenführung holen, damit den Gruppensieg. Man kann aber auch noch auf den Relegationsplatz, was in diesem Falle die Europa League wäre, so nenne ich das jetzt einfach mal, Platz 3 fallen. Barca gegen Liberec, das ist die Gruppe. Oh Gott, was ist das denn für eine Gruppe gewesen? Ne, das war es nicht. Gruppe D, wo Wolfsburg drin ist. Na gut, wahrscheinlich ganz hinten mal wieder. Meine Herren, ey. Gruppe G, ne, wo war das? War das A? Ne, hier, natürlich die ganze letzte. Es ist unglaublich. Wolfsburg gegen Monaco, die haben alle 6 Punkte da unten. Die Monegassen, der VfL und eben auch Liberec. Die können auch noch weiterkommen, haben natürlich das schwerste Los hier in den Spielen heute, das Auswärtsspiel gegen Barcelona. Das gucken wir uns alles an. 899, wir sind nicht ganz auf der 900. Nicht ganz, aber wir können das eventuell noch schaffen, wenn wir nämlich jetzt sagen, ich nehme Jung rein für Toljan, der hat ja nicht so gut gespielt gegen wen, dann haben wir das. Das ist, macht Sinn. Er ist ein bisschen müde, er hat auch von der Form her da den Nachteil. Das Schöne ist, der Anthony, ich glaube, jetzt kann ich die Aufgaben wieder ändern. Der Anthony, der ist natürlich jetzt für die Standards ganz wichtig. Geis vor Klein und dann nehmen wir Volland wieder hier hin. Ne, das meine ich hier. Die Elfmeter, die Freistöße, hier Anthony, die Ecken, glaube ich, genau, das macht Jordan. Das hat sich ja super ausgezahlt mit den 3 Vorlagen. Ich glaube, das ist dann auch so ein Spiel, was er sich im Kalender anstreichen dürfte. Luxus ist, dass wir einen Spieler wie Jochen Seitz auf der Bank haben. Ist auch gut, dass er erstmal auf der Bank bleibt, weil er ein bisschen müder ist. Kevin Volland, haben wir hier erklärt, dem gebe ich den Vorzug gegenüber Gnabry, weil er ganz einfach bei den Standards wichtig ist und auch nicht ganz so schlecht gespielt hat, jetzt beim letzten Spiel gegen Wien. Obwohl natürlich die Zeit davor Gnabry gehört hat. Darf man auch nicht vergessen. Nee, dann gehen wir, glaube ich, auch rein in die Taktik. Ein bisschen was an Kohle gibt's. Denn wenn man das aufwiegt, dann können wir natürlich wahnsinnig viel einnehmen, wenn wir hier weiterkommen. Diese Töpfe, die dann ausgeschüttet werden, diese Marktpool-Zahlungen, das ist schon wirklich beachtlich. Die Mannschaft, die aufs Feld kommen wird, unseres Gegners, über Viktor Fischer, über Tobias Anna mit den Außenpositionen, zweimal zentral, einen Sechser hinten mit Lerda, mit einer 72, nicht unbedingt jetzt das Gelbe vom Ei. Wenn du den Rest der Mannschaft anguckst, dann ist das schon Imo die schwächste Kette. Na, die Jungs hier mit Sana mit der 71 ist aber nicht so schlimm, weil der eben nicht quasi in der Mitte des Feldes steht und da alle Fäden zusammenlaufen, sondern er ist auf der rechten Außenbahn. Und da zählt es dann eben schnell zu sein, ein gutes Passspiel zu haben. Und das hat er teilweise, die Übersicht zu haben. Nur der hier, der muss das eben alles handeln. Ne? Der muss die Abwehr mit dem Angriff verbinden. Und muss eben sich dann auch den Jungs hier erwehren, dieses Teufelsdreieck hier mit Afdiay, Werner und Waldschmidt. Vorne Klaassen, der zuletzt ja ein ganz wichtiges Tor gemacht hat gegen Tottenham und sich damit und seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen hat. Im Positiven, ne? Das ist ja normalerweise so negativ belastet, dieser Ausspruch. Der hat die überhaupt in die Position geschossen, das aus eigener Kraft hier gewinnen zu können. Also ich bin gespannt. Wir lassen alles beisammen, also den Einsatz. Das Flügelspiel, das wird auch so gehandhabt werden. Und dann hoffe ich einfach, dass für unsere Jungs sich das hier zum Guten wendet. Danach haben wir noch ein Spiel in der Liga, dann das Testspiel gegen die Jungs vom Wolfsberger AC und dann kommt schon die Winterpause, wo sich ein bisschen was ändern wird. Das werden wir sehen. Jetzt hoffen wir einfach auf ein gutes, schönes Spiel, auf eine schöne Konferenz und ihr seid wieder dabei. Das weiß ich und verabschiede mich von euch für heute. Bis denn!